Die Höhlen der 1000 Buddhas in Dunhuang, eine Einführung. Die kleine Stadt Dunhuang liegt inmitten des Rishi-Korridors, einer der wichtigsten Passagen der Seidenstraße, an die 100 Kilometer lang und an den breitesten Stellen bis zu 100 Kilometern breit. Zum Westen hin führt sie in das Tarim-Becken und nach Zentralasien, gen Osten führt sie in die chinesischen Ebenen. Hinter den Gebirgen im Süden liegt Tibet, nach Norden hin die Wüste Gobi und die Taklamakan-Wüste. Die Höhlen der 1000 Buddhas bei Dunhuang in der Provinz Gansu, VR China gelegen, sind unter Wissenschaftlern, Forschern und Kulturfreunden sonst als die Murgao-Grotten, auf Chinesisch Murgao-Ku, bekannt. Murgao bedeutet einzigartig, beispiellos. Ku heißt Höhle, also die einzigartigen Höhlen Dunhuangs. Mit seiner Lage mitten im Rishi-Korridor, unter anderem als Verbindungsweg zwischen Indien und China, entstand hier im Zuge der Verbreitung des Buddhismus aus Indien heraus ein wichtiges buddhistisches Zentrum. Anhand der buddhistischen Grotten in Dunhuang lässt sich der Weg, den der Buddhismus sowohl Richtung Zentralasien als auch China und natürlich auch vorbereitend nach Korea und Japan nahm, wundervoll nachvollziehen. Schon in den Jahrhunderten vor Beginn der Entstehungsgeschichte der Grotten Dunhuangs hatte die Seidenstraße, auf der Händler wie auch Pilger sich bewegten, vielen Religionen Zuwachs beschert, wie zum Beispiel dem Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Zoroastrismus und Manichäismus. Doch wurde der Buddhismus zum vereinigenden Faktor, der die Menschen entlang der Seidenstraße zusammenführte. Insbesondere unter dem indischen König Ashoka im 3. Jahrhundert breitete sich der Buddhismus mit den vielen reisenden Pilgern und reisenden Mönchen in Richtung Zentralasien aus, auch bis nach China hinein. Ashoka selbst war konvertierter Buddhist, nachdem er lange blutige Kriege geführt hatte, und hatte beschlossen, seine Vorherrschaft mit Hilfe des Buddhismus in der Region seines Einflusses zu stabilisieren und das Land zu vereinen. So investierte er viel Energie und Finanzkraft, um den Buddhismus zu fördern, und so kam er nach Gandhara und Gabaktrin im Nordwesten Indiens. Die Skythen wiederum verbreiteten den Buddhismus weiter, insbesondere der Herrscher Kanishka. Er ließ wichtige buddhistische Manuskripte in Kaschmir sammeln und neue Kommentare dazu verfassen, zum Beispiel. Aus dieser Region heraus verbreitete sich der Buddhismus zur Jahrtausendwende dann insbesondere auch nach Kucha und Khotan, welche strategisch auf der Route nach Ostasien positioniert waren und so auch dem Buddhismus zum weiteren Verbreiten dienten. In Zentralasien hielt der Buddhismus lange, bis die Macht der Chinesen immer weiter dort verschwand. Schließlich im Jahre 1227 mit dem Fall des Reiches der Tangut, die der mongolischen Übermacht von Chinggis Khan wenig entgegenzusetzen hatten, verschwand der Buddhismus zunehmend aus der Region. Aber zuvor kam auch Tibet im 7. Jahrhundert mit dem Buddhismus in Kontakt und beherrschte diese Region politisch dann auch in der Zeit zwischen 781 bis 847. Für weiterführende Informationen zu diesem Thema hat das internationale Dunhuang-Projekt eine Website erstellt, auf der sich genauere Informationen über die verschiedenen buddhistischen Strömungen und Charakteristika der Zeit finden lassen. Die einzelnen Themenpunkte sind Buddhismus des Kushan-Reiches, Buddhismus von Khotan, chinesischer Buddhismus der Seidenstraße, tibetischer Buddhismus der Seidenstraße, andere buddhistische Strömungen. Aber zurück zu den Grotten von Dunhuang. Laut einer Legende hatte der Mönch Yuezhun im Jahre 366 nach Christi eine Vision von 1000 strahlenden Buddhas auf einer Bergwand. Diese Vision inspirierte ihn dazu, mit der ersten Grabung von Höhlen zu beginnen. Heute finden sich über 1000 Darstellungen von Buddhas in Fresken und Gemälden, Reliefs oder als Skulpturen festgehalten in den nahezu 1000 Höhlen, von denen etwa 492 noch erhalten und zu weiten Teilen der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die letzten dieser Höhlen entstanden im 12. Jahrhundert, denn für viele Jahrhunderte danach waren diese Höhlen in nach und nach Vergessenheit geraten. Diese Grotten beherbergen die weltweit größte Sammlung an buddhistischer Kunst. Auf annähernd 46.500 Quadratmetern Fläche, dekorierten Wänden und Decken finden sich sehr detailliert dargestellte Gemälde und Fresken sowie Skulpturen, die die Geschichte des Buddha, der Sutren, sogar der Mäzen darstellen. Darüber hinaus finden sich verzierende Designs und auch Szenen aus Sozial- und Gesellschaftsleben der Zeit. Über 2000 Skulpturen zieren die Höhlen, viele davon immer noch bunt angemalt. Die größte hiervon ist über 30 Meter hoch. Anders als in den buddhistischen Höhlen von Longmen und Yüngang
ließen sich hier aus den ausgehobenen Steinen der Höhle keine Skulpturen herstellen. Daher sind fast alle Skulpturen hier in Dunhuang aus Ton hergestellt und anschließend angemalt worden. Etwa 50.000 Manuskripte, Gemälde, feine Seidenstickereien und andere Textilien aus der Zeit von den frühen 1000ern wurden ebenfalls hier gefunden. Die Wiederentdeckung und Wiederbelebung. Der daoistische Mönch Wang Yuanlu, der aus der östlich gelegenen chinesischen Provinz Shanxi stammte, war, inspiriert von den berühmten Geschichten um den sagenumwobenen Mensch und Übersetzer Xuanzang des 7. Jahrhunderts, um 1900 nach Dunhuang aufgebrochen, um die Grotten Dunhuangs wieder zum Leben zu erwecken. Der Mönch Xuanzang wiederum war schon in jungen Jahren als Mönch ausgebildet worden und da bei seiner Ausbildung die großen Lücken in den Lehrinhalten zum buddhistischen Kanon nicht zu übersehen waren, machte er sich schon in jungen Jahren im Jahre 629 auf die lange Reise nach Indien auf, obwohl er keine Ausreiseerlaubnis hatte, wie damals benötigt. Er bereiste die Seidenstraße und wurde trotz aller Vorsichtsmaßnahmen von Grenzsoldaten aufgehalten, die ihn in das Kloster in Dunhuang schicken wollten. Doch letztlich ließ ihn ein Grenzsoldat, der ebenfalls Buddhist war, doch ziehen. Auf der nördlichen Seidenstraße reisen wurde er in Turfan abermals aufgehalten, diesmal von dem König, der ihn als geschätzten Buddhismuslehrer wünschte. Doch nach einem Hungerstreik ließ er ihn ziehen. Schließlich erreichte er Indien, wo er viele lange Jahre lang verbrachte, auch an der berühmten Nalanda-Universität. Tatsächlich wurde der älteste Nachweis zu Nalandas Geschichte von dem Mönch Xuanzang verfasst und so erhalten. Nach über einem Jahrzehnt machte er sich dann auf die Rückreise, diesmal über die südliche Seidenstraße, wo er auch in Dunhuang im Kloster, also dem heutigen Morgaoku, verweilte. Nach mehr als 15 Jahren Abwesenheit kehrte er schließlich zurück nach Chang'an. Sein Aufenthalt, wie auch seine zahlreichen Übersetzungen buddhistischer Schriften, nach seiner Rückkehr gefertigt, hatten damals sicherlich zum weiteren Ausbau der Grotten mit beigetragen und zuletzt Anreiz dazu gegeben, Dunhuang wieder auferstehen zu lassen, wie den Phönix aus der Asche. Aber zurück zu dem Mönch Wang Yuanlu. Dieser ließ nun ab 1900 die Grotten wieder aufleben. Dies geschah, indem er unter anderem Spenden sammelte, damit Arbeiter bezahlte und ihm dabei halfen, die ersten Grotten wieder freizulegen, als auch neue buddhistische Bilder und Wandgemälde zu malen und erste Restaurierungen vorzunehmen. Zeitgleich warb er für die Höhlen und bemühte sich, Buddhisten zum Besuch der Höhlen zu bewegen. Und so entdeckte der Mönch Wang Yuanlu im Jahr 1900 an die 50.000 Dokumente und Schriftstücke, datierbar in die Zeit zwischen dem 4. und 11. Jahrhundert. Die Entdeckung der Schriftstücke sowie zahlreiche Seidengemälde gaben Aufschluss auf die bunte Kulturgeschichte jener Zeit, denn unter den Objekten fanden sich konfuzianische, taoistische und christliche Texte, also auch multilinguale Texte, die Chinesisch, Sanskrit, Tibetisch und Alttürkisch beinhalteten. Es wurden sogar ein paar einzelne Texte auf Hebräisch gefunden. Dunhuang war also vermutlich ein wahrer Melting Pot der Kulturen, zumindest aber eine lebhafte Begegnungsstätte. Diese große Sammlung kam zustande, weil die damaligen Mönche im Jahre 1036 all diese Dokumente und Objekte eingemauert hatten, um sie vor den herannahenden Invasionen der Mongolen zu schützen. So zumindest sagen manche. Andere Stimmen wiederum setzen dem entgegen, dass annähernd alle Objekte mit sehr viel Vorsicht und Präzision verpackt oder eingewickelt abgelegt waren, was darauf schließen lässt, dass man viel Zeit zur Verfügung hatte. Hier drängt sich also vielmehr die Hypothese auf, dass die hier eingelagerten heiligen Objekte bewusst eingelagert und versiegelt worden waren, weil sie nicht mehr benutzt wurden oder zu große Abnutzungsspuren aufwiesen. Mit der Entdeckungsgeschichte der Höhlen und Manuskripte lassen sich manch berühmte europäische Entdecker in Verbindung bringen, wie auch die Sammlungen, die sie quasi belieferten. So fand der Archäologe Sir Orrell Stein im Jahr 1907 in den Murgau-Grotten eine Druckversion der Diamant-Sutra. Gleichzeitig fand der französische Sinologe Paul Pelliot weitere Schriften auf Chinesisch und Tibetisch sowie weitere zentralasiatischen Sprachen, die aus dem 4. und 5. Jahrhundert stammten. Heute finden sich eine nicht unbeträchtliche Anzahl der Dokumente im British Museum sowie in der British Library in London. Weitere Dokumente befinden sich in Berlin und Paris. Im Jahre 1943, noch vor Gründung der Volksrepublik, wurde die Dunhuang Akademie zwecks Konservierung und Archivierung gegründet, offiziell Dunhuang Relics Research Institute betitelt.
Seit 1961 stehen die Grotten und Höhlen rund um Don Juan auf der Liste der Denkmäler der Volksrepublik. Seit 1987 zählen sie zum Weltkulturerbe. Das internationale Don Juan-Projekt ist das größte und erfolgreichste Projekt seiner Art und bietet Informationen über zehntausende Malereien, Artefakte, Textilien, Handschriften, historische Fotografien und Karten sowie Katalog- und Kontextinformationen. Jeden Tag werden weitere Daten in die Datenbank eingefügt. Alle Daten und Informationen sind frei zugänglich und online einsehbar. Konservatorisch gab es eine mehrere Jahrzehnte andauernde Zusammenarbeit zwischen dem Don Juan Relics Research Institute, China State Administration of Cultural Heritage und dem amerikanischen Getty Conservation Institute von 1997 bis 2010. Zu den Malereien und Skulpturen. Für die müden Reisenden und Pilger der Seidenstraße müssen die großartigen und unglaublich lebendigen Darstellungen der Lebensgeschichte Buddhas, zum Beispiel in den Jataka-Tales in der Grotte 302, der Sutren oder auch Porträts von einst bekannten Mönchen, wie zum Beispiel jenes des Hongbian in der Grotte 259, wahrlich inspirierend gewesen sein. Die Grotten mit ihren Malereien, Skulpturen und Stucco-Ornamenten wurden ab Mitte des 4. Jahrhunderts bis ins 14. Jahrhundert hinein angelegt und existieren in einem engen thematischen Zusammenspiel mit den so zahlreich entdeckten Manuskripten. Auch stellen sie eine ununterbrochene Sequenz an Stilen und Inhalten dar. Und allerorts in den Grotten finden sich die schon fast wie Design anmutenden unzähligen kleinen Abbildungen von Buddhas auf Wänden und Decken, die so auf ganz natürliche Weise die Idee der 1000 Buddhas noch unterstreichen. Die Darstellung unzähliger oder vielmehr unendlicher Buddhas hat ihren Ursprung in einem Konzept, das man bereits in Sanchi und Gandhara kannte. Eine unendliche Anzahl an Buddha-Repräsentationen als Manifestation des einen absoluten Buddha, wobei die einzelnen Buddhas jeweils die Buddhas ihrer jeweiligen Zeit darstellen, relative zu einem Universum, das anfangslos und endlos ist. Ausgehend von dem großen Wunder von Shravasti, bei dem der Buddha seine Gegenwart vervielfachte und diese als kleine Buddhas auf Lotussen sitzend darstellte, kam man auf die unendliche Vervielfältigung der Buddhas. Dieser Trend fing mit dem 3. 4. Jahrhundert an und wurde erfolgreich in den bildenden Künsten, wie auch hier zu sehen, umgesetzt. Die frühesten Grotten stammen aus der nördlichen Wei-Dynastie, 386 bis 535 AD, und wirken durch Nutzung von Schattierung und Erhellung, einer Technik üblich in Zentralasien und Westasien, sehr farbenfroh und lebendig. Dabei fallen aber auch chinesische Elemente ins Auge, insbesondere die in der chinesischen Malerei anzutreffende klare Linienführung, die die Figuren genauestens umschreiben, vermischen sich vielfach mit den eher in westlichen Regionen genutzten Chiaroscuro-Techniken. Dies fällt insbesondere in Darstellungen der Tang-Dynastie auf, einer Zeit, als China einen regen Austausch über die Seidenstraße betrieb und kulturell florierte. Gerade aber aus den früheren Jahrhunderten sehen wir ganz typische Darstellungen von Jataka-Fabeln, wie man sie auch aus Indien kennt. Zu den Texten und Manuskripten eine kurze Geschichte. Wie bereits erwähnt, werden die zahlreichen Manuskriptfunde Don Juans seit den 1980er Jahren in internationalen Kooperationen zu guten Teilen über das internationale Don Juan-Projekt erforscht, erarbeitet und publiziert. Der Reichtum an historischem Wissen, der in den Manuskripten verborgen liegt, ist immens und wird sicherlich noch viele Wissenschaftler auf lange Zeit beschäftigen. Zutage kamen über die chinesischen Manuskripte viele wissenswerte Informationen über das Leben in China und im Mittelalter, Buchführung, Verträge, Beschreibungen von Musik, Tanz und diversen Spielen, medizinischen Texten und mehr lassen sich die damaligen Zeiten wieder aufleben. Besonders berühmt unter den Textfunden ist die von Sir Oral Stein gefundene Diamant-Sutra, da sie heute als das erste jemals gedruckte Buch bekannt wurde, mit einem nachgewiesenen Entstehungsdatum von 868 nach Christi. Der Buchdruck wurde damals mit Hilfe von Holzblöcken vorgenommen. Man bedruckte Streifen von Papier, die anschließend zu Rollbildern zusammengeklebt wurden. Der hier vorliegende Text, heute Teil der British Library in London, ist eine Übersetzung aus dem Sanskrit, was bezeichnend ist für den Weg des Buddhismus aus Indien heraus über die Seidenstraße nach China. Darstellungen von Jataka-Fabeln und Geschichten untermalen diese Entwicklungsgeschichte ebenso.
Die Dunhuang Academy hat, hier als winzig kleiner Ausschnitt der Aktivitäten rund um die Manuskripte, zwischen 1988 und 1995 unter der Leitung von Professor Peng Jinzhang zum Beispiel eine weite Anzahl an Ausgrabungen in den Peleou gefundenen Höhlen unternommen. Peleou hatte hier in den Grotten 464 und 465 zahlreiche Texte des uigurischen Buddhismus gefunden, die sich auf die Yuan-Dynastie von 1279 bis 1368 datieren lassen. Man fand Dokumente auf Chinesisch, Xixia, Tibetisch, Uigurisch, Bagspa, Sanskrit und sogar Syrisch, sowie diverse andere Materialien, die auf die Yuan- und Tang-Dynastie 617, 18 bis 907 zu datieren sind. Die Ergebnisse jener Forschungsarbeiten wurden im Jahre 2000 veröffentlicht. Unter anderem finden sich unter den Texten ein Psalm aus einer syrischen Bibel, die von Dr. Duan Qing von der Peking-Universität entziffert wurde. Ein interessantes Problem, das im Rahmen der Forschungsarbeiten an Manuskripten auftauchte, ist die Frage, wie mit Funden, die Schrift enthalten, umzugehen ist. Einerseits wurden immer wieder Manuskripte mit Teilen anderer Manuskripte ausgebessert, andererseits wurde beschriebenes Papier zum Einwickeln von Rollbildern, zum Verstärken von Gebetsbüchern und gar Schuhsohlen verwendet. Denn das chinesische Papier ist dünn und muss oft durch das Aufeinanderkleben von mehreren Seiten verstärkt werden, um eine gewisse Stabilität zu erhalten. Solche Objekte finden sich sowohl in der Sammlung der Manuskripte in Dunhuang als auch zum Beispiel in der Steinsammlung in London. Da fragt es sich also, was Vorrang hat: der Text, das Wort, das Manuskript oder das Objekt? Viele meinen, Ersteres habe Vorrang, was dann aber bedeutet, dass solche Objekte in akribischer Restaurierung auseinandergenommen werden müssten, um manch einen Text überhaupt erst lesbar zu machen, wobei das ursprüngliche Objekt dann natürlich geopfert werden muss. Für uns, die wir uns mit dem tibetischen Buddhismus befassen oder ihn praktizieren, lässt sich anmerken, dass die tibetischen Manuskripte, die man in Dunhuang fand, datieren auf die Mitte des 7. bis Anfang des 9. Jahrhunderts und gehören zu den frühesten bekannten tibetischen Dokumenten über Buddhismus. Sie handeln weite Bereiche des Buddhismus ab, Vinaya, also Verhaltensregeln für Mönche und Nonnen, Sutren und Tantren und spätere Kommentare. Vermutlich aus derselben Zeit stammend fand man in den Mogao-Grotten auch einige Höhlen, die mit göttlichen Wesen des Vajrayana geschmückt und verziert sind. Übrigens kann man viele der Objekte der Funde der Bibliotheksgrotte auf den Seiten des internationalen Dunhuang-Projektes online betrachten. Die Links sind unten aufgeführt.